Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, zum heutigen Webinar in unserer Webinarreihe Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Ich freue mich sehr, dass A, Sie natürlich heute live dabei sind und B, Martin wieder für uns die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bin schon voller Vorfreude und bevor ich den Bildschirm aber an den Martin übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer gilt oder dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute, auch wenn die eine oder andere Trading-Idee vorgestellt wird, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen am Ende und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, sehr gut. Dann, lieber Martin, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Ich freue mich sehr auf das Webinar und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. So. Ja, einen schönen guten Abend allerseits. Vielen Dank, Nelson. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite hier heute zum Webinar Traden auf Wolke 7. Das, was wir hier sehen, die kleine Dose, die hier steht, die Top Trader Signals Dose aus diesem Paket kommen die Setups, mit denen wir uns heute beschäftigen. Den Risk Disclaimer hatte ja der Nelson freundlicherweise schon drin, daher spare ich mir den, dann können wir direkt einsteigen. Vielleicht nur noch kurz als Info für alle diejenigen, die heute zuschauen, noch kein FX Flat Konto haben. Die können bei mir über die Website das Konto eröffnen und bekommen dann dieses Top Trader Signals Add-on für 3 Monate kostenlos. Da sind die ganzen Handelssignale, die wir uns heute anschauen, mit drin. Ich werde heute auch noch mal so einen kleinen anderen Ansatz zeigen, wie wir hier ganz sinnvoll arbeiten können. Und dann würde ich sagen, wir starten hier direkt. Ich nehme gerade mal meine Cam kurz wieder raus, dann ist der Bildschirm insgesamt etwas größer und dann gehen wir hier auf die Plattform. Also, Roland, für alle, die schon Kunde sind, ist das natürlich ganz toll für FX Flat, alles super. Sie können natürlich auch ohne Probleme dieses Add-on testen. Das gibt es im Zusammenhang mit dem Agena Trader. Also für alle, die einen Agena Trader nutzen, die entweder eine eigene Lizenz haben oder auch von FX Flat die Mercury-Version nutzen, da können Sie direkt aus der Plattform raus über diesen Info-Button hier eine Demo für dieses Add-on beantragen. Dann kriegen Sie das 2 Wochen zum Testen, können schauen, ob Ihnen das was bringt, ob Sie damit arbeiten können. Und dann können Sie das gerne auch weiter behalten. Das kostet, glaube ich, 20 € im Monat, ist also absolut bezahlbar. Und das, was wir uns hier heute anschauen, ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil dessen, was in diesem Add-on drin ist. Das ist der Bereich des Ichimoku-Arbeitsplatzes, der hier drin ist. Und der ist auch mehr oder weniger genauso aufgebaut, wie Sie den hier aktuell sehen. Und damit arbeiten wir heute und ich werde einfach mal zeigen, wie man dann hier die entsprechenden Handelssetups auch findet. Dazu machen wir es wie immer. Wir werfen als allererstes einen Blick auf die Indizes und machen uns hier ein Bild, in welche Richtung momentan hier die Vorteile liegen. Und danach werden wir eben entscheiden, was für Trades wir überhaupt aufsetzen wollen, in welchen Bereichen wir tätig sein wollen und ob wir hier eher auf der Long- oder eher auf der Short-Seite auch agieren. Dafür habe ich jetzt hier einfach mal den S&P 500 Future offen. Wir haben uns das letzte Mal hier gesehen am 13. September. Das war dieser Handelstag hier. Ich vergrößere das mal kurz. Am 13. September, dieser Handelstag. Und da hatten wir schon in der Analyse des S&P 500 ganz klar gesagt, hey, wir sind das erste Mal hier in einem Bereich, wo wir eine deutlich längere, zeitlich längere Korrektur haben als in den gesamten Monaten vorher. Dass wir hier also wirklich mal 4, 5 Tage in Folge fallende Kurse hatten und haben auch gesagt, wir waren dabei,
diese rote und die violette Linie hier schon nach unten zu kreuzen, hatten also schon die ersten negativen Signale von Richtung des Ichimoku-Charts und haben auch gezeigt, dass wir höchstwahrscheinlich mit dieser blauen, die damals noch hier knapp über dem Kurs stand, dass diese blaue Linie noch unter den aktuellen Kurs fällt, was ja auch immer ein Achtungszeichen, ein Warnzeichen und ein Zeichen dafür ist, nicht mehr unbedingt Vollgas die Short-Seite zu nehmen. Von daher haben wir in der letzten Woche schon sehr selektiv nur noch Long-Positionen aufgebaut, haben uns also ganz genau angeschaut, wie die Aktien, die wir hier kaufen wollten, sich im Verhältnis zum Gesamtmarkt verhalten haben. Und sowas Ähnliches müssen wir heute auch wieder machen. Ich möchte hier noch einen Schritt weitergehen, denn wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Trends aktuell laufen, dann haben wir ja immer erstmal hier unten als Haupttaktgeber meinen Görsch-Trend-Indikator. Und da sehen wir ganz klar, Görsch-Trend ist rot. Und zwar schon seit 20. hier, seit wir im Prinzip aus dieser Bear Flag nach unten ausgebrochen sind. Wir hatten uns am 13. September angeschaut, dass diese Abwärtsbewegung, die hier gelaufen ist, im Prinzip am ersten Kursziel angekommen ist. Ja, da hatten wir uns auch angeguckt, wie man diese Short-Bewegungen oder diese Abwärtsbewegungen hier in der letzten Zeit ganz gut traden konnte. Und zwar hatte ich hingewiesen immer auf diese Ausbrüche hier aus den Keilen, die wir gesehen hatten. Na, das hatten wir hier immer wieder, diese Keile im Markt und immer die Ausbrüche aus den Keilen konnte man hier recht gut traden. Und das war eben an dieser Stelle hier auch der Fall. Und da sind wir hier unten in diesem Bereich, wo wir uns am 13. September aufgehalten haben, im Prinzip an das erste Kursziel gekommen. Und das erste Kursziel hatten wir hier relativ einfach bestimmt. Und zwar, indem wir uns nur angeschaut hatten, wie weit sind denn diese Korrekturen, die hier nach diesen Ausbrüchen aus den Keilen gelaufen sind, wie weit haben die sich bewegt? Und das war ungefähr diese Entfernung, die wir hier zurückgelegt hatten. Und jetzt war die Situation dann folgende. Wir sind in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Die zeige ich hier mal kurz. Das ist die erste Abwärtsbewegung. Und dann sind wir hier in eine Bear Flag gelaufen. Und hier ist der Ausbruch erfolgt aus der Bear Flag und der ist in den nächsten Zielbereich gegangen. So, das, was für uns jetzt aber übergeordnet wichtig ist, ist erstens, Görsch-Trend ist negativ. Zweitens, können wir uns hier anschauen, die aktuelle Sequenz des Marktes. Die ist abwärts gerichtet. Wir sind also von der Trendtechnik her in einem Abwärtstrend. Und das Letzte, was wir uns hier natürlich immer anschauen, ist, wie ist denn das Ganze, wenn wir uns den Ichimoku-Chart anschauen. Und da sehen wir sind hier schon ein paar Mal aus dieser Wolke nach unten ausgebrochen und haben die Wolke noch nicht wieder nach oben verlassen. Der Kurs notiert unterhalb der violetten Linie, die rote Linie notiert unterhalb der violetten, blau ist unterhalb des Kurses. Das heißt, wir sind hier mit fast allen Signalen, die wir aus dem Ichimoku-Chart kriegen, sind wir hier erstmal weiter abwärts gerichtet. Und das Ganze ändert sich erst, wenn wir aus dieser Wolke hier nach oben ausbrechen. Dann sieht das Ganze wieder deutlich bullischer aus. Und dann hätten wir auch im Prinzip diese letzte Abwärtssequenz, die ich gerade schon eingezeichnet habe, die hätten wir dann auch durchbrochen. Nämlich, wenn diese Bewegung hier über dieses Hoch läuft, dann sind wir aus der Wolke raus, sind über das letzte Hoch gegangen und dann ist hier wieder Feuer frei für die Long-Seite. Bis dahin müssen wir hier jetzt sehr, sehr vorsichtig sein und können nicht mehr blind alle positiven Signale aus dem Ichimoku-Chart in den Einzelaktien traden und wie wild Einzelaktien kaufen. Ich möchte aber jetzt hier auch nicht unbedingt shorten, weil das, was wir hier gesehen haben, dieser Rücksetzer, der war hier so um die 7%, würde ich sagen. Ja, 6,3%. Das ist ein völlig normaler Rücksetzer in einem intakten Trend. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist der größte Rücksetzer, den wir seit Monaten hatten. Wir hatten viele Monate im S&P 500, in denen der Index nicht mal 5% Retracement gezeigt hat. Jetzt sind wir hier bei 6,3. Unheimlich viele Marktteilnehmer haben auf eine Korrektur gewartet. Diese Korrektur war jetzt da und jetzt könnte im Prinzip frisches Kapital in den Markt gebracht werden. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend auch noch intakt. Das sehen wir daran,
wenn wir uns hier den Wochenchart anschauen vom S&P, dann sehen wir das. Der Kurs notiert noch oberhalb der Violetten, der Kurs notiert deutlich über der Wolke, blau ist über dem Kurs, rot ist über Violett. Das sind alles positive Signale aus dem Ichimoku-Indikator. Und wir sehen hier auch noch einen brutal starken Gersh-Trend im Wochenchart. Also auch das hier ganz klar positiv. Wenn wir uns jetzt hier noch den RSI-Indikator anschauen und schauen mal im Wochenchart hier auf die letzten beiden Tiefs im RSI, dann sehen wir Folgendes. Ja, wir haben hier fallende Tiefs und haben im Preis hier steigende Tiefs. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das Ganze nennt sich eine versteckte bullische Divergenz. Typischerweise sieht eine bullische Divergenz genau andersrum aus. Ja, aber das ist eine versteckte bullische Divergenz, vorausgesetzt, der RSI läuft jetzt auch hier wieder weiter nach oben. Ja, dann würden wir auch hier vom Wochenchart wieder positive Signale kriegen, die diesen Aufwärtstrend im Prinzip fortsetzen könnten. Das heißt, das, was uns jetzt hier auf dem Wochenchart interessieren sollte, ist das hier. Das könnte eine Bull Flag im Wochenchart sein, nicht mehr und nicht weniger. Einfach nur eine kleine Korrektur, aus der wir dann eventuell nach oben ausbrechen und wieder in die alte Trendrichtung laufen. Das müssen wir im Moment einfach noch mit berücksichtigen, dass die Wahrscheinlichkeiten hier durchaus da sind. Und ich will dann einfach mal zeigen gleich, wie ich das mache, wie ich mich in solchen Situationen verhalte. Denn wir haben es ja bisher in den letzten Sendungen uns immer sehr, sehr einfach gemacht und haben im Prinzip alle Signale aus dem S&P 500 und aus dem Nasdaq gescreent und haben hieraus dann festgelegt, welche dieser hochliquiden Aktien wir denn gerne traden wollen. Das machen wir heute nicht, denn das ist im Moment nicht mehr das Marktumfeld dafür. Wenn wir einen Index haben, einen Hauptindex, der in allen Zeitebenen klar aufwärts gerichtet ist, dann können wir so vorgehen. Dann nehmen wir uns einfach die Werte des S&P 500, die größten 500 US-Aktien und wählen daraus unsere Trades aus. Aber durch diese laufende, intakte Abwärtsbewegung, in der wir hier auf dem Tagesschart sind, ist dieses Vorgehen nicht mehr empfehlenswert. Und deswegen zeige ich heute, einen etwas anderen Ansatz. Und da kann ich im Prinzip auch direkt gleich die Frage hier von der Susanne beantworten, ob man Ichimoku auch bei ETFs anwenden kann. Ja, natürlich. Ja, Ichimoku lässt sich tatsächlich auf alle Basiswerte anwenden. Da ist es am Ende egal, ob das eine Aktie ist, ob das ein Index ist, ob das ein ETF ist, ob das eine Währung ist, ob es ein Rohstoff ist. Alle Märkte, die irgendwo mehr oder weniger trendig verlaufen, lassen sich durchaus recht gut mit Ichimoku-Charts analysieren. Ja, und da deswegen natürlich auch ETFs. Und ich will jetzt einfach mal zeigen, was ich hier in solchen Situationen mache. Ich habe mir hier im Agena-Trader eine kleine Seite erstellt, wo ich die verschiedenen Sektoren drin habe. Und zwar mache ich das eben genau über ETFs. Das heißt, ich suche mir so mehr oder weniger die liquidesten ETFs raus, die es für die einzelnen Sektoren des S&P 500 gibt. Ja, da sieht man jetzt hier schon, was hier alles drin ist, ne? Materials, Utilities, Industrials, Consumer Staples, Healthcare, REITs hier quasi als Immobilienbereich. Dann Real Estates nochmal als Immobilienbereich, dann haben wir Communication Services, Consumer Discretionary, Information Technology, diesen Technology Select Sector, Financials und Energy. Und damit haben wir im Prinzip alle Sektoren aus dem S&P 500 ganz gut abgedeckt oder überhaupt alle Sektoren aus dem US-Bereich. Und jetzt mache ich Folgendes, habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt, diesen Indikator, den ich hier sehr gerne benutze, um eine relative Stärke verschiedener Aktien zueinander zu bewerten. Und das Ganze kann man natürlich auch für den Bereich der Sektoren machen. Und das habe ich hier jetzt schon mal gemacht. Ich habe einfach diese Sektoren nach der relativen Stärke sortiert. Und wenn wir jetzt hier mal ganz unten anfangen, dann sehen wir eben den Sektor Materials. Na, ich gehe mal auf den Tageschart hier in groß. Sehen wir Materials ist abwärts gerichtet. Utilities ist abwärts gerichtet, Industrials sind abwärts gerichtet, Consumer Staples sind im Abwärtstrend. Ja, da muss man im Prinzip immer nur mal ganz kurz schauen, wie sind die aktuellen Sequenzen. Das hier
ist die aktuelle Sequenz aus dem Sektor Consumer Staples. Da sind wir hier jetzt in der Korrektur. Wenn sich der Trend weiter fortsetzt, ja, schauen wir uns Ichimoku an. Blau unterm Kurs, der Kurs unterhalb Violett, Rot unter Violett, der Kurs deutlich unter der Wolke, hat im Bereich der Wolke hier auch gedreht. Die Trendfortsetzung wäre diese hier. Ja, Görsch-Trend ganz klar negativ, sehen wir hier auch wieder steigendes Momentum in der Abwärtsbewegung. Und von daher sind das alles Sektoren, aus denen ich momentan keine Aktien kaufen möchte. Da haben wir uns jetzt die Schwächsten angeschaut. Wir könnten die Liste jetzt weiter fortführen nach oben und würden sehen, okay, das Chartbild sieht im Verlauf immer besser aus, aber die einzigen beiden Sektoren, die ein wirklich konstruktives Kursbild momentan liefern, sind die beiden stärksten Sektoren hier, und zwar Financials. Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal den S&P 500 anschauen auf Tagesbasis und sehen, der S&P 500 ist hier abwärts gerichtet, haben wir gesehen, intakte Abwärtssequenz, fallende Hochs, fallende Tiefs seit Anfang September. Und jetzt schauen wir nochmal auf den Bereich Financials, also der Sektor der Financials-Aktien. Und da sehen wir, über die gleiche Zeit, in der der S&P in einem klaren Abwärtstrend ist, setzt dieser Sektor hier gerade die Aufwärtsbewegung weiter fort. Ne? Auf dem Wochenchart, auf Wochenbasis sieht das Ganze so aus. Ein sehr konstruktives Chartbild. Wir haben hier die letzte große Aufwärtsbewegung und sind dann im Prinzip hier in so eine Dreieckskonsolidierung gelaufen. Ja, im Prinzip ist das eine große, große Konsolidierung auf der Wochenbasis. Und der Markt ist gerade dabei, über diese letzten Hochs hier über 39 nach oben auszubrechen. Und das ist ein sehr, sehr bullisches Vorzeichen. Schauen wir uns den Wochenchart hier an auf Ichimoku, sehen wir positiv. Kurs über der roten positiv, Kurs über der violetten positiv, rot über violett positiv und deutlich oberhalb der Wolke. Also ein absolut bullisches Bild auf dem Wochenchart und auch auf dem Tageschart haben wir ein sehr bullisches Bild. Alle fünf Signale, die wir kriegen können, Blaulinie, die rote zum Preis, die violette zum Preis, die rote im Verhältnis zur violetten und der Preis im Verhältnis zur Wolke, alles ist positiv. Das heißt, ich möchte momentan Long-Positionen traden aus dem Financial-Sektor und aus dem Energy-Sektor. Das ist der Sektor Energy. Da sehen wir genau das Gleiche. Während der S&P in einer klaren Abwärtsbewegung ist, in einem klaren Abwärtstrend, hat dieser Sektor Energies diese Bewegung hier aufgehalten im Bereich 45. Und dann sehen wir hier eine sehr, sehr schöne Bodenbildungsformation. Wir haben hier ein Tief, ein tieferes Tief und hier wieder ein höheres. Ist im Prinzip eine SKS-Formation. Die Nackenlinie liegt hier. Wir sind aus der SKS nach oben ausgebrochen, haben hier oben auch dann das erste Kursziel schon erreicht, haben dann gesehen, nach dem ersten Kursziel ein sauberes Retracement und sehen jetzt hier den Ausbruch über dieses letzte Hoch. Und damit hat sich im Prinzip die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Wir hatten hier nochmal eine kleine Bullflag. Und mit dem Ausbruch hier, die ganzen Bullflags, die sich hier entwickelt haben, sind nach oben aufgelöst worden, haben jetzt den Ausbruch über das hoch. Das ist ein mittelfristiges Kaufsignal. Ja, so. Das bedeutet für uns jetzt erstmal, wenn wir Aktien aus einem Einzelsektor kaufen wollen, wenn wir bullische Aktien kaufen wollen, dann wollen wir das gerne in den beiden Sektoren Financials und Energies machen. So, und jetzt kann man sich das Ganze über einen Agena Trader sehr, sehr einfach gestalten. Und zwar ist in diesem Agena Trader standardmäßig ein Aktien End of Day Screener drin. Denn wenn wir jetzt in den S&P 500 reingehen und würden jetzt hier schauen nach den Sektoren, ja, dann haben wir zwar ein paar Financial Werte da drin, aber so gut wie kein Energy, also sehr, sehr wenig. Und dann hätten wir nur sehr wenige Aktien, aus denen wir auswählen können, welche Setups wir traden wollen. Und dafür machen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders. Wir gehen also nicht in den S&P oder in den Nasdaq, sondern wir gehen hier im Prinzip in den End-of-Day-Screener und machen hier nichts anderes, als so ein paar Grundeinstellungen hier zu tätigen. Und ich habe jetzt hier zwei
Filter. Ich habe einmal den Bereich Sektor Energy. Da habe ich hier nichts anderes gemacht, als in der Branche Energy ausgewählt und habe noch festgelegt, dass ich eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Milliarden Dollar haben will in der Aktie und dass ich nur Aktien sehen will, die einen Preis über 15 Dollar haben. Ja, damit haben wir also im Prinzip die ganzen sehr, sehr kleinen Werte, die hochvolatil sind und schwierig zu handeln sind, die haben wir hier schon mal ausgeschlossen. Ja, und dann kann man hier einfach in den Punkt Datenladen gehen und dann kriegen wir hier diese ganzen Aktien, die nach diesem Filter die Kriterien erfüllen, die kriegen wir hier rausgegeben und dann sehen wir, das sind 83 Aktien, die aus dem Bereich Energies kommen, die mindestens 2 Milliarden Marktkapitalisierung haben und die aktuell bei mindestens 15 Dollar stehen. Die haben wir jetzt hier noch aus allen verschiedenen Ländern. Ja, das ist auch in Ordnung für mich, weil das 83 Aktien nur sind. Die kann man ganz gut durchsuchen. Und so einen Filter habe ich auch noch erstellt für den Sektor Financial für USA. Und zwar da auch nur für den Bereich Großbanken. Weil wenn wir nur den Financial-Sektor nehmen, kriegen wir sehr, sehr viele Aktien. Und ich habe das Ganze hier ein bisschen zusammengestrichen, indem ich gesagt habe, ich möchte da nur Großbanken drin haben, weil Großbanken natürlich momentan auch die sind, die von den antizipiert steigenden Zinssätzen profitieren werden, mittelfristig. Ja, und deswegen sollte sich auch dieser Bereich Financials, solange wir uns jetzt auf ein Umfeld zubewegen, das mehr und mehr mit einem Tapering beginnt in Amerika und dann auch on the long run irgendwann mit weiter steigenden Zinssätzen gerechnet werden kann, da sollten sich diese Werte besonders gut weiterentwickeln. Auch hier habe ich gesagt, Marktkapitalisierung mindestens 2 Milliarden und der Preis wenigstens 20 Dollar. Wenn wir uns hier die Daten laden lassen, ja, dann sehen wir hier sofort, was kriegen wir hier? Asset Management, Bank Regionals, Credit Service, Insurance Life und so weiter. Und da haben wir dann 230. Ah, da haben wir jetzt aber hier nicht den Bereich Großbanken mit drin. Den habe ich hier drin, genau, bei Sector Financial Banks. Da habe ich dann nochmal separat rausgefiltert nach den Großbanken. So, und das Ganze können wir uns dann hier eben ganz einfach auch in diesen Kurslisten darstellen lassen. Und zwar macht man das so, dass man hier geht auf den Bereich Haupt, Neu, Chart-Container und wenn wir hier auf der linken Seite so eine Liste haben, ist das immer eine sogenannte List-Chart-Gruppe. Und in dieser List-Chart-Gruppe wählen wir einfach die Instrumentenliste raus. Und das ist keine statische und keine dynamische, sondern das ist eine Liste aus Screener-Voreinstellungen. Und da geht man dann einfach nur auf den Namen, den man gerade rausgesucht hat, also hier Sector Financial Banks US. Oder Sektor Energy, das sind diese beiden Listen, die ich hier erstellt habe. Und die lade ich mir dann einfach in der entsprechenden Vorlage, die nennt sich TTS, also Top Trader Signals, Ichimoku. Und weil ich mit der Andromeda-Version arbeite, nehme ich den Andromeda-Arbeitsplatz. Dann klickt man auf OK und dann öffnet sich dieser Reiter hier oben. Und so habe ich hier diese beiden Sektoren, mit denen ich mich heute insbesondere hier beschäftigen will, also Energie und Financials. Wir fangen hier einfach mal mit den Financials an. Die habe ich mir jetzt hier reingeladen. Das sind alle Werte, die jetzt in dieser Liste Financials hier auftauchen. Und jetzt habe ich hier automatisch, weil ich das über den vorbereiteten Arbeitsplatz gemacht habe, der im Top Trader Signals Add-on drin ist, habe ich hier automatisch wieder alles so drin, wie ich es brauche. Ich kriege hier also meine aktuellen Ichimoku-Signale, die von heute und die von gestern angezeigt. Ich habe diesen Kurzindikator Gersh Up Down hier drin. Gersh Up bedeutet, hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen, ich gehe hier einfach mal auf den ersten drauf. Gersh Up bedeutet, der Gersh-Trend ist auf Tageschart, also auf Tagesbasis positiv und auf Wochenbasis positiv. Dann kriege ich hier in grün Gersh Up. Gersh Down bedeutet genau das Gegenteil. Tagesbasis, Gersh-Trend negativ. Wochenbasis, Gersh-Trend negativ. Ja, und dann sehen wir auch schon, das sind klar fallende Aktien, die möchten wir nicht kaufen. Wenn das Feld hier leer ist, wie bei dieser Aktie hier, dann bedeutet das immer,
dass wir eine Divergenz haben, dass also die Signallage im Tageschart nicht identisch ist mit der Trendsignallage im Wochenchart. Hier sind wir also auf Tagesbasis abwärts gerichtet und auf Wochenbasis sind wir noch aufwärts gerichtet. Und das sind dann eben auch Werte, die zum Handeln erstmal ausfallen. Ich nehme natürlich am liebsten Signale in die Long-Richtung, wo Tag und Woche auch klar Long ist, oder Signale in die Short-Richtung, wo Tag und Woche dann auch klar Short ist. Jetzt haben wir aber Folgendes gemacht. Jetzt haben wir uns ja die stärksten Sektoren hier rausgesucht. Und aus diesen stärksten Sektoren wollen wir natürlich jetzt Long-Positionen aufbauen. Immer vor dem Hintergrund, dass unsere Indizes langfristig noch aufwärts gerichtet sind, kurzfristig aber gerade in der Korrektur sind. Und in diesen Korrekturphasen möchten wir eher Trades aufbauen aus sehr, sehr starken Sektoren. So, und das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt sortiere ich mir hier diese Liste ganz primitiv nach den Signalen. Jetzt haben wir hier alle Signale drin. Die Short-Signale hier können wir schon mal wegfallen lassen. Die interessieren uns gar nicht, weil wir wollen überwiegend Long-Setups haben. Und wir sehen auch schon, dass wir hier in einem sehr, sehr starken Sektor drin sind. Wir haben in diesem ganzen Bereich, den wir uns hier jetzt anschauen, haben wir nur 1, 2, 3, 4 Short-Signale überhaupt nur drin. Der ganze Rest hier sind Long-Signale. Und idealerweise wollen wir das gerne so haben, dass wir ein Long-Signal bekommen und dass hier auch parallel Gersh Up, Gersh Down oder eben dann Gersh Down für ein Short-Signal steht. Für unsere Longs wollen wir hier Gersh Up und wollen sehen, dass hier ein Signal auftaucht. Und die schauen wir uns jetzt als erstes an. Die frischen Signale von heute, die in Alliance quasi sind mit meinem Gersh-Trend-Filter. Und das ist hier einmal die First Trust Strategic. Da sehen wir, wir haben hier ja so einen Bereich, ein Doppeltop ausgebildet auf dem Tageschart. Das Signal, was wir hier bekommen, ist dieser Break nach oben aus der Wolke. Jetzt müssen wir aber ganz klar sehen, dass wir hier die Lilane noch abwärts gerichtet haben. Wir müssen ganz klar sehen, dass das ein sehr, sehr schmaler Bereich ist hier von der Wolke. Das ist nicht besonders stabil. Wir sind mit der blauen Linie auch noch nicht oberhalb des Preises. Und wir sehen es hier unten auch auf dem Wochenchart sehr schön. Das ist ein ganz starker Widerstandsbereich hier oben bei $34,80. Ja, also diese letzten Hochs, dieses Doppeltop, was sich hier ausgebildet hat, ist ein klarer Widerstandsbereich. Finde ich nicht optimal. Dementsprechend fällt das Ding also schon mal weg. Das möchte ich im Moment nicht handeln. Dann haben wir hier als nächstes die KKR. So, was sehen wir hier? Auch einen dynamischen Ausbruch aus der Wolke. Das gefällt mir sehr gut, weil die grüne Wolke hier schon sehr lang ist. Wir sehen, Gersh-Trend ist nach der Korrektur hier jetzt direkt wieder positiv seit gestern mit diesem Ausbruch. Und der Kurs hat versucht, sich hier nach oben weiter abzusetzen, ist aber hängen geblieben an diesem Widerstandslevel hier. Das ist das Widerstandslevel. Da haben wir dieses letzte Hoch und dieses letzte Hoch. Daraus bedingt sich dieses Level. Aber auf dem Wochenchart sieht das Ganze hier sehr dynamisch aus. Wir haben hier eine sehr dynamische Kursbewegung. Wir kommen hier unten in der KKR von $16. Das ist im März 2020 nach Corona und sind hier raufgelaufen bis $67,68. Und jetzt im Moment sehen wir hier Folgendes. Das ist eine Bull Flag auf dem Wochenchart. Das ist sehr, sehr dynamisch. Das ist eine sehr bullische Chartformation. Und mir gefällt es im Prinzip auch ganz gut, dass wir an diesem ersten Zwischenhoch hier jetzt hängen geblieben sind und innerhalb der Woche abverkauft werden. Das gibt uns jetzt nämlich die Möglichkeit, hier einen sehr guten Einstiegsbereich zu wählen. Wir können, wenn diese Tageskerze von heute nach oben überschritten wird, dann können wir davon ausgehen, dass auch dieses letzte Hoch hier fliegt, weil dann haben wir hier einen deutlich neuen Momentumaufbau. Jetzt müssten wir nur schauen, wo könnte unser Ziel liegen. Und das Ziel können wir relativ einfach bestimmen, indem wir uns diese letzte Korrektur hier auf dem Wochenchart kurz anschauen und die einmal nach oben drauf projizieren. Da kommen wir in den Bereich 76,14 als Kursziel. Das markiere ich hier mal kurz, 76,14
14 ungefähr, da würde unser Kursziel liegen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir hier keine Zwischenkorrektur mehr in dieser letzten Bewegung sehen. Ich würde sofort hier eine Position aufbauen beim Ausbruch nach oben, wenn wir hier eine schöne Korrektur gesehen hätten und hier ein sauberes Stop-Level hätten, was eben nicht so weit weg liegt wie das hier. Das Stop-Level liegt mir einfach zu weit weg. Wir müssten für das Erreichen der 76 Dollar, wenn wir diesen Ausbruch hier nehmen, dann sind das ungefähr 9 Dollar, die wir verdienen können. Und für diese 9 Dollar, die wir verdienen können, müssten wir riskieren, den Weg von hier bis da zumindest unter das Tief, sind ungefähr 8 Dollar. Ich müsste also 8 Dollar riskieren, um 9 Dollar verdienen zu können. Das passt für mich einfach vom Chance-Risiko-Verhältnis her nicht. Das heißt, ich mache hier heute Folgendes. Ich lege mir hier oben einen Alarm rein in die 7, an die 67,50. Wenn die Aktie nach oben ausbricht, dann möchte ich per E-Mail und mit einer Meldung auf dem Bildschirm hier informiert werden. Und dann kann ich mir anschauen, wie die Bewegung dazwischen stattgefunden hat. Und im Idealfall sieht das Ganze dann so aus, dass wir diese letzte Bewegung hier haben, bis in den Widerstandsbereich. Dann jetzt vielleicht über ein, zwei Tage nochmal eine Korrektur bis in den Bereich der Wolke hier und von da an dann hier ausbrechen. Und wenn das passieren sollte, dann habe ich hier oben die Möglichkeit, den Einstieg zu nehmen mit dem Ausbruch und hätte dann die Möglichkeit, hier irgendwo auf diesem Niveau ein gutes Stop-Level zu haben. Und dann hätte ich auf einmal für meine 9 Dollar, die ich verdienen möchte, nur noch einen Stop von 4 Dollar oder 4,5 oder vielleicht 5 Dollar. Und dann macht das ganze Setup für mich Sinn. Ja, also, ich lasse mich jetzt informieren, wenn wir über dieses Hoch hier drüber gehen. Preisalarm hinzufügen. Und jetzt liegt hier ein Preisalarm. Sollte die Aktie hier oben ausbrechen, lasse ich mich informieren. Schau kurz auf das Chartbild. Und wenn das direkt morgen oder übermorgen passiert und wir laufen direkt nach oben durch, dann interessiert es mich nicht. Wenn wir aber jetzt ein, zwei, drei, vier Tage Korrektur sehen und laufen danach dann oben raus, dann würde ich diese Aktie gerne im Depot haben wollen. Dann schauen wir uns an Landing Club. Landing Club war bei mir in meinem kostenlosen Wochen-Newsletter vor 3 Wochen, glaube ich, Aktie der Woche. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar ist das hier der Wochenchart von Landing Club. Dynamischer Abwärtstrend, ja, wirklich ein sehr dynamischer Abwärtstrend. Hatte damit zu tun, dass die Firma mit Betrugsvorwürfen konfrontiert war, dass da also einige Dinge auch von Seiten der Geschäftsführung vorne und hinten nicht gepasst haben. Das ist alles verändert worden, es ist alles angepasst worden, es sind neue Geschäftskonzepte hier aufgebaut worden. Und Landing Club halte ich persönlich für keine schlechte Idee, wenn man sich langfristig nochmal zu niedrigen Preisen hier in einem ganz, ganz interessanten Player positionieren möchte. Und da haben wir jetzt hier aus dem Wochenchart diese schöne Bodenbildung, sehen, dass der Görstrend hier auch positiv geworden ist, haben hier einen ganz klaren Ausbruch aus der Wolke. Inzwischen sind wir hier auch in einer grünen Wolke, also bullisch unterstützt. Und wir sehen, dass auf dem Wochenchart hier bereits schon längst alles bullisch ist in der Aktie. Hier spricht also gar nichts dagegen zu kaufen. Kursziele könnten, wenn dieser Ausbruch hier erfolgt, über diese 33, könnten die Kursziele sich hier hochziehen, erstmal bis in den Bereich 45 bis 48 Dollar. Hier ist also noch richtig mögliche Bewegung drin. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal kurz auf dem Tageschart ein bisschen genauer an. Und jetzt haben wir gerade gesehen, so Kursziele fangen so an bei 45 Dollar. Und wir haben jetzt hier eine Bewegung. Wir stehen bei knapp 32 Dollar und haben die letzten deutlichen Tiefs hier bei 26. Das bedeutet also, wir würden, wenn wir den aggressiven Ausbruch über dieses letzte kleine Zwischenhoch hier nehmen und handeln das Ganze bei. Was haben wir hier? 31,70. Na, da müssen wir noch ein Stück höher. Ich gehe einfach mal auf 31,80 hier.
So, 31,83. Da haben wir jetzt bis zum Kursziel 45 haben wir hier mehr als ein 2:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Wir könnten hier also 43,30 als Kursziel nehmen und wären mit einem 2:1 dabei, wenn wir diesen Ausbruch traden. Mir gefällt das Ganze sehr gut. Wir sehen das, wir haben hier dieses Durchbrechen der violetten Linie. Wir sind deutlich oberhalb der Wolke. Wir sind, wenn diese Bewegung sich hier noch ein bisschen weiter fortsetzt, sind wir auch spätestens in 4, 5 Tagen mit der blauen Linie deutlich oberhalb des Preises. Und wir haben auch charttechnisch hier ein Setup, was gar nicht so schlecht aussieht. Wir haben nämlich diese letzte Abwärtstrendlinie hier deutlich nach oben verlassen, haben den ersten Anlauf gemacht an dieses Widerstandslevel hier, sind nochmal abverkauft worden und performen jetzt auch gerade wieder recht dynamisch. Also Landing Club gefällt mir gut hier. Da würde ich einfach meine Position reinlegen. Da liegen wir hier bei einem Stop von ungefähr 5,70 Dollar. 5,70 Dollar. Da hätten wir bei 100 Aktien 570 Dollar. Da nehmen wir einfach mal eine etwas kleinere Position. Da nehmen wir 60 Aktien. Und dann passt das auch alles noch ganz gut mit unserem Risk Management hier. So, 60. Und zwar möchten wir die gerne in diesem Bereich hier haben bei 31,85. Also wenn die Aktie jetzt hier nach oben ausbricht, dann sind wir hier auf der Käuferseite und wollen uns hier unten bei 26,25 ungefähr absichern mit einer Stop-Order auch für 60 Aktien und legen das Ganze auch schon mal hier rein. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich die jetzt schon direkt an den Markt gelegt habe. Normalerweise verknüpfe ich das hier mit einer If-Dann. Jetzt habe ich schon direkt reingelegt. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier recht zügig den Ausbruch auf der Oberseite sehen. Also das wird unser erster neuer Trade hier von heute. Wir schauen natürlich auch gleich nochmal kurz rein, was aus den Trades von der Vorwoche noch geworden ist. Das habe ich eben vergessen. Das machen wir ja normalerweise vorher. Wir gehen einmal kurz den Financial-Sektor hier durch und dann schauen wir uns noch die offenen Positionen an. Okay, ich schaue mal kurz in den Fragenbereich, ob ich diese Zukunftswolke auch berücksichtige. Also das ist normalerweise das, was mich am Ichimoku-Bereich am wenigsten interessiert, ob die Wolke rot oder grün ist. Ja, das ist für mich nicht so ausschlaggebend, weil ich natürlich sehr viel achte auch noch auf Unterstützungs- und Widerstandslevel, weil ich mir diese Chartformationen hier noch anschaue und weil ich ja auch immer noch meinen Vorteil holen will aus der übergeordneten Zeitebene. Und das ist hier ja im Moment der Wochenchart. Und der ist eben auch ganz klar positiv. Und von daher ist es mir dann am Ende immer gar nicht so wichtig, ob die Wolke an sich jetzt grün oder rot ist. Das ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend. Eine gute Frage. Ich verwende Candlesticks. Ob etwas dagegen spricht, Heikin Ashi zu verwenden? Nein, natürlich nicht. Ja, Heikin Ashi ist eine sehr schöne Candlestick-Art. Ja, wo man manchmal die Trends noch ein bisschen besser erkennen kann. Ich finde es einfacher, auf einem Candlestick-Chart den Stop-Loss zu setzen, als auf einem Heikin-Ashi. Das ist aber immer so ein bisschen Geschmackssache. Und ich bin es einfach gewohnt, mit den Candlesticks zu arbeiten. Wer mit dem Heikin-Ashi arbeitet, kann natürlich auch ohne Probleme mit dem Heikin-Ashi arbeiten. Okay, der Rüdiger fragt ihn noch, ja, welches Signal das zu bedeuten hat, wenn die Farbe der Wolke wechselt. Das ist typischerweise nochmal, wenn wir von Rot auf Grün wechseln, dann ist das nochmal ein bullisches Signal. Wenn wir von Grün auf Rot wechseln, dann ist das eher ein bärisches Signal. Ja, und man sieht das ja hier auch ganz schön, ne, gerade in der Landing Club, solange wie wir hier in diesem Abwärtstrend waren, war auch die Wolke oben drüber rot. Und solange, wenn wir hier in den Aufwärtstrend gehen, hier im Tageschart und hier auch im Wochenchart, dann wird das Ganze grün. Das unterstützt also quasi nochmal so ein bisschen den aktuellen Trend. Ja, okay, das mal schnell zu den Fragen. So, schauen wir nochmal kurz weiter. Was haben wir hier noch? Die nehmen wir jetzt erstmal kurz hier noch auf die Longliste.
damit wir die dann auch in der nächsten Session wieder drin haben. Hier haben wir noch drei aktuelle Signale, aber da haben wir keine eindeutige Signallage aus dem Gersh-Trend. Deswegen kommen die hier soweit nicht in Frage. Und hier haben wir das gleiche, Bank of New York. Mag ich auch sehr gerne. Ist auch ein bisschen strange, finde ich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier trendtechnisch noch negativ sind im Gersh-Trend. Gefällt mir an sich gar nicht so schlecht, diese Ausgangslage. Ich würde aber den Ausbruch hier zur Oberseite sowieso nicht traden, weil wir auf dem Wochenchart, wenn wir hier einmal schauen, bei der Bank of New York auch schon sofort an einem ganz harten Widerstandslevel hängen, nämlich an diesem hier. Und dementsprechend wäre mir hier eh zu wenig Raum für Gewinne. Und das steht dann nicht im Verhältnis zu dem Stop, den man hier nehmen muss. Deswegen ist das hier gar nicht weiter schlimm. Also, das ist für heute hier aus dem Financial Sektor das Einzige, was wir hier reinlegen, die Landing Club. Okay. Der Bernhard schreibt, Chartaufbau mit Wolke geht bei ihm sehr langsam. Er nutzt die Trader Workstation. Ob das an der Software liegt oder an der Rechnergeschwindigkeit, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also im Magena Trader hier geht es recht zügig. Da muss man eigentlich überhaupt nicht warten. Das geht sehr, sehr schnell. Ich habe das in der TWS, muss ich ehrlich gestehen, noch nie verwendet, weil eben Magena Trader meine Charting-Plattform ist und ich arbeite mit Magena Trader für diese Geschichten. Ich lege durchaus meine Orders sehr gerne auch in der TWS in den Markt. Also ich arbeite auch mit der TWS, aber ich benutze das Charting-Tool dann nicht wirklich. Also Bernhard, das tut mir leid, da kann ich dir leider nichts zu sagen. Vielleicht wissen die Jungs da vom FX Flat Support auch ein bisschen besser Bescheid. Okay, bevor wir in den Energy-Sektor reingucken, gehen wir jetzt nochmal kurz die Positionen durch, die hier inzwischen auch schon geschlossen worden sind und auch die, die wir in der letzten Woche noch aufgebaut haben. Also wir hatten ja über viele, viele Wochen in den Sessions, die wir hier bei FX Flat immer abhalten, einmal im Monat, hatten wir die Google-Aktie ja durchgezogen. Die haben wir sehr, sehr früh gekauft. Hier unten irgendwo in diesem Bereich um 1.500, 1.600 Dollar hatten wir die hier reingenommen. Und ich habe hier im Prinzip nichts weiter gemacht, als immer nur trendfolgend den Stop an die letzten relevanten Tiefs hinterhergezogen. Das habe ich hier in der Situation natürlich auch so gemacht. Am 13. an diesem Tag hier waren wir das letzte Mal zusammen. Da habe ich auch ganz klar gesagt, der Plan ist, falls die Google-Aktie ein neues Hoch macht über dieser 2930er-Marke hier, dann ziehe ich den Stop von diesem Level hier unten hinterher auf dieses Level. Das war mir hier nicht vergönnt. Technologieaktien, ja, durch die steigenden Zinssätze auf die Notes und auf die Bonds ein bisschen unter Druck gekommen auf breiter Front. Dementsprechend auch die Google-Aktie hier in einen intakten Abwärtstrend gelaufen, hat dann dieses letzte Tief hier aus dem Markt genommen und ich bin hier im Bereich 2669 dann mit der Long-Position ausgestoppt worden. Jetzt sind wir hier schon kurz davor, ein neues Breakout-Signal zu generieren auf dem Ichimoku-Chart. Aber wir haben die rote noch, die hier unterhalb der violetten liegt. Wir haben die blaue noch, die unterhalb des Preises liegt. Das ist also alles im Moment nicht die Ausgangslage, die ich gerne hier haben möchte für ein Re-Entry. Dann hatten wir die Align Technology-Aktie. Die haben wir hier in diesem Ausbruch gekauft. Hat sich sehr schön entwickelt, ist aber nicht bis zum Kursziel gelaufen. Das Kursziel, das lag hier oben noch deutlich über 750 Dollar. Bis dahin sind wir nicht gekommen. Als wir uns am 13. die Situation angeschaut hatten, lag der Stop noch hier unten an diesem Tief. Und dann hat sich danach hier Folgendes entwickelt. Wir haben hier eine kleine Korrektur gesehen über mehrere Tage. Und dann hat die Aktie hier ein neues Hoch ausgebildet, einmal kurz über die 735 Dollar. Und damit war das für mich okay, weitere Gewinne abzusichern, den Stop hier an die 690er Marke zu legen. Und da ist die Position dann knapp drunter hier auch beim Open in dem Gap geschlossen worden bei 687 mit einem netten Gewinn, aber eben leider nicht am Kursziel rausgegangen. Nicht so erfreulich war die Bewegung hier in der Monster Beverage. Da hatten wir diesen Ausbruch hier getradet, das Momentum, was sich nach den Earnings hier entwickelt hatte.
Und dann ist danach hier wirklich nur noch wild abverkauft worden. Und die Position ist dann hier eine Woche, nachdem wir das letzte Mal zusammen waren, hier ungefähr, ist die geschlossen worden an diesem letzten Tief. Das also ausnahmsweise hier in der ganzen Liste der Trades, die wir bisher hier aufgebaut haben, mal einer der Trades, der wirklich am Initial Stop Loss hier rausgegangen ist. Dann hatten wir eine Position in Allstate. Da lag der Stop hier unten drunter in diesem Level. Hier habe ich mich aber dazu entschieden, weil wir in einen intakten Abwärtstrend hier gelaufen sind und auch nach dem 13. dann nochmal ein neues Tief ausgebildet haben, hier wieder übers Hoch gelaufen sind und dann zum zweiten Mal, hier war das erste Mal, dann zum zweiten Mal aus dieser Wolke ausgebrochen sind. Görstrend negativ ist ganz klar hier, habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr diesen Initial Stop hier drin zu lassen, sondern in diesen sich entwickelnden Abwärtstrend mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends hier bei 127 die Position dann entsprechend mit einem etwas kleineren Verlust zu beenden. Aber eben auch das war ein kleiner Verlust. Dann haben wir eine offene Position in Analog Devices. Die läuft hier seit diesem kleinen Break, den wir hier gesehen haben. Die haben wir am 13. reingelegt und die ist dann ausgeführt worden. Hat sich hier erst sehr schön entwickelt, nach einem kleinen Rücksetzer nochmal auf die Wolke, hat sie sich hier sehr schön entwickelt, Richtung Kursziel. Kursziel liegt über 190 etwas. Hat das Ziel aber nicht erreicht, ist nochmal deutlich zurückgekommen, ist hier auch kurz unter die Wolke ausgebrochen, hat hier also mehrere bärische Setups auch geliefert. Görschtrend ist auch negativ geworden. Aber für mich gilt eben immer Trade-Betreuung, ja, dass wenn die Position einmal eröffnet ist, dann ist sie eröffnet und dann wird sie bezüglich meiner Trading-Regeln eben betreut. Wir sind hier nicht weit genug über den Einstiegskurs gegangen, damit ich den Stop schon an dieses Zwischenlevel hier hinterher ziehen konnte. Deswegen liegt der noch im Initial Stop-Bereich. Hier müssen wir jetzt abwarten. Wenn wir erneut nach unten ausbrechen aus der Wolke und auch dieses Tief nehmen, dann möchte ich die Position eigentlich nicht mehr haben. Dementsprechend ziehe ich jetzt auch hier den Stop hinterher an dieses letzte Tief hier, gehe knapp unter die 163-Dollar-Marke. Und wir haben jetzt also den Stop hier von 156 schon hochgebracht auf knapp 163, also Risiko deutlich reduziert. Mehr können wir hier im Moment nicht machen. Dann hatten wir eine Order noch liegen beim letzten Mal in Essex Property. Hier ist der 13. Da hatten wir die Order gelegt für den Ausbruch über diese Momentumkerze. Danach hat die Aktie aber hier nochmal ein neues Tief ausgebildet, ist hier kurzfristig in den Abwärtstrend gerutscht und daraufhin habe ich die Order gelöscht. Also hier ist nie eine Position aufgebaut worden und die möchte ich jetzt im Moment auch erstmal nicht haben. Also dementsprechend nehmen wir die Aktie hier aus der Beobachtungsliste raus. Monster nehmen wir aus der Beobachtungsliste raus. Allstate nehmen wir aus der Beobachtungsliste raus. Die Alphabet nehmen wir raus. Und die Align ist auch weg. Die nehmen wir also auch raus. Jetzt haben wir noch zwei Trades, die wir beim letzten Mal aufgebaut haben. Und zwar die Hilton. Hilton Worldwide haben wir beim letzten Mal gekauft. Am 13. hier, ja, da haben wir den Breakout über dieses letzte Zwischenhoch mit Ausbruch aus der Wolke, viel Momentum. Wir haben hier gesehen, dass der Görschtrend sich deutlich nach oben bewegt, hier also richtig Druck in die Aktie reinkommt. Dass wir hier eine Sequenz hatten aus drei steigenden Tiefs und dementsprechend haben wir uns hier dann in die Position einstoppen lassen. Ich habe den Stop jetzt schon deutlich nach oben gezogen. Es sind also schon erste kleine Gewinne abgesichert an diesem Zwischentief und der Zielbereich liegt hier oben bei 146,90 ungefähr. Ja, die Aktie läuft gut. Ich gehe davon aus, dass dieses Kursziel erreicht wird, würde dem Kurs aber auch durchaus zugestehen. Ja, diese Sequenz, die der hier momentan ausbildet, fängt hier unten an. Ja, das ist also im Moment die Aufwärtssequenz. Ja, jetzt wäre es völlig normal, dass wir hier nochmal korrigieren, bis in diesen Bereich vielleicht 139, 140 Dollar und dann uns nach oben weiterentwickeln. Wenn das so passiert, dann ist der Plan, den Stop hier dann an dieses Zwischentief hinterherzuziehen, das nicht mehr so allzu viel hergegeben wird.
Ich muss aber dem Kurs einfach jetzt die Möglichkeit geben, sich von hier eben auch nochmal, keine Ahnung, bis 140, 139, vielleicht sogar nochmal hier bis 136 bewegen zu können, ohne mich auszustoppen. Ja, also wir haben nach oben nicht mehr allzu viel zu verdienen. Von daher bin ich schon auf der Suche danach, den Stop aggressiver hinterherzuziehen. Ich möchte aber dieses Level hier noch nicht nehmen, weil das wirklich nur eine Kerze war, die diese Korrektur gezeigt hat. Und wir haben hier überhaupt keine rote Kerze drin. Ja, also ich würde jetzt gerne erstmal sehen, dass die Aktie ein bisschen konsolidiert, ein bisschen korrigiert, vielleicht ein bisschen seitwärts läuft, dass ich die Möglichkeit habe, das Risiko zu mehr Gewinn abzusichern, so rum, das Risiko ist ja schon raus, mehr Gewinn abzusichern und dann darauf zu setzen, dass das Kursziel noch erreicht wird. Die zweite Position, die wir dann noch aufgebaut hatten, war in Royal Caribbean. Da haben wir den Ausbruch im Prinzip über diese ganzen kleinen Zwischenhochs hier getradet. Da war die Aktie gerade am 13. hier, als wir dabei waren, uns hier dynamisch nach oben zu bewegen, war die gerade dabei, über diese beiden Zwischenhochs hier auszubrechen, über den Bereich 84 und 84,15 hier. Da haben wir die Position aufgebaut. Der Stop liegt hier unten an dem letzten Tief. Das passt auch soweit alles noch. Und hier läuft jetzt die Korrektur. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, das würde ich bei der Hilton auch erwarten, dass wir ein Stück weit eine Korrektur sehen. Die Royal Caribbean ist gerade drin. Deswegen möchte ich den Stop auch nicht hinterherziehen. Wir hatten nämlich auch gesagt, das erste Kursziel liegt ganz klar hier bei 98, 99 Dollar. Aber, und jetzt gehen wir nochmal kurz auf den Wochenchart. Wir kriegen hier bei der Royal Caribbean vom Wochenchart ganz andere Kursziele noch, die irgendwo hier oben liegen. Die fangen hier bei 110 Dollar an und strecken sich rauf bis 130. Das ist eine Position, die ich eigentlich gerne laufen lassen möchte, so wie wir auch die Alphabet hier relativ lange haben laufen lassen. Deswegen gebe ich der Aktie hier noch Raum, sich zu bewegen. Ja, wir sehen hier ja im Wochenchart, wir sind inzwischen auch hier deutlich oberhalb der Wolke. Görsch-Trend läuft sehr gut. Ja, bisschen zunehmendes Momentum hier. Wir haben den Kurs oberhalb der roten, wir haben den Kurs oberhalb der violetten. Die blaue, die kämpft gerade noch hier mit dem aktuellen Kurs. Wenn wir aber jetzt hier nochmal einen Break nach oben sehen, dann geht die auch nach oben raus. Sieht also auch langfristig alles recht bullisch aus hier noch im Moment. Und jetzt ist die Situation folgende. Wir sind hier in dieser ABC-Korrektur momentan drin. Wenn es das jetzt war mit Korrektur, und wir fangen an, hier wieder nach oben zu laufen, nehmen das letzte Hoch hier raus. Dann habe ich die Möglichkeit, den Stop hier entweder aufs Break-Even-Level zu bringen oder vielleicht auch schon einen Mini-Gewinn hier abzusichern. Das müsste man dann entsprechend da nochmal neu bewerten. Aber das sind die Positionen, die noch offen sind. Die rausgegangen sind, habe ich auch alle gezeigt. Das heißt, wir sind hier immer sehr transparent dabei, alle Positionen, die aufgebaut werden, auch entsprechend zu betreuen. Wir haben für heute hier jetzt die Landing Club reingenommen und jetzt gehen wir nochmal kurz, den Financial Sektor hatten wir durch, jetzt gehen wir nochmal kurz in den Energy Sektor, machen hier nochmal genau das Gleiche und schauen mal, ob wir hier noch irgendwas Neues kriegen. Sieht auf den ersten Blick jetzt nicht danach aus. Wir haben jetzt hier keine neuen Kaufsignale in einem Wert, wo wir auch den Görsch-Trend aufwärts haben. Und bevor wir uns jetzt hier in den Energiemarkt reinschmuggeln, gehen wir kurz nochmal in die Financials und schauen hier nochmal, was wir finden an Signalen von gestern, die uns auch einen Görsch abliefern. Das ist hier die S&P Global. Gefällt mir sehr gut. Ja, ist hier gerade in der Korrektur und versucht jetzt aus diesem Korrekturbereich nach oben auszubrechen. Ist in der positiven Unterstützung hier, also in der grünen Wolke und versucht jetzt nach oben rauszubrechen. Da hatten wir gestern hier schon das Signal aus diesem ersten kleinen Kumo-Breakout aus der Wolke. Und wir sehen auch hier, wir sind in der Korrektur an die violette Linie rangelaufen im Wochenchart und das war's. Alle anderen Signale hier sind super positiv. Na, blau ist hier noch deutlich oberhalb des Preises. Wir sind deutlich oberhalb der Wolke. Görsch-Trend ist sehr, sehr bullisch hier. Das gefällt mir recht gut, was wir hier sehen. Das ist auch ein Setup, was ich prinzipiell sehr mag. Wenn wir eine starke Aktie haben im Wochenchart und sehen dann im Tageschart, laufen wir hier in eine Konsolidierung. Und jetzt sind wir oder in eine Korrektur.
Und wir sind jetzt über dieses erste Korrekturhoch hier schon mal ganz kurz rausgegangen, ziehen uns nochmal zurück in die Wolke. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann läuft die Bewegung folgendermaßen. So, und dann kriegen wir hier ein neues Hoch. Und dann haben wir Folgendes. Dieser Korrekturabwärtstrend ist gebrochen, dadurch, dass wir über das letzte Hoch gegangen sind. Und es entwickelt sich hier gerade ein neuer Aufwärtstrend. Gefällt mir sehr gut. Nehme ich auf jeden Fall noch als Trade hier mit rein. Und zwar als Idee, wenn wir über diesen Bereich hier laufen, 437 Dollar, dass wir uns dann hier unten bei der 414 absichern können. Und das Kursziel finden wir auch wieder ganz einfach über die Projektion der letzten Korrektur. Das mache ich hier auch noch mal kurz. So. Die letzte Korrektur, die wir gesehen haben, ist von diesem Hoch zu diesem Tief auf dem Tageschart. Und jetzt sehen wir, dieses Korrekturlevel oben drauf gesetzt, kommen wir hier bei 195 Dollar an. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was das für ein Potenzial bringt, wenn wir hier einsteigen bei 437 Dollar, legen unseren Stop hier auf den Bereich 414 Dollar und haben hier oben, ich zeichne das gerade mal schnell ein, hier Einstiegsbereich. Hier unten den Stop. Und hier oben das Target. So. Jetzt haben wir das Setup hier drin. Das ist das Setup, mit dem wir arbeiten. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie groß das Chance-Risiko-Verhältnis dabei ist. Hier bei 459, also ungefähr bei 460 Dollar, liegt das 1 zu 1 CAV. Bei 482 Dollar liegt das 2 zu 1. Und hier liegen wir ungefähr bei 2,5 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, wir müssen hier nicht oft recht haben, um mit solchen Setups Geld zu verdienen. Ja, und dementsprechend bin ich natürlich gerne bereit, hier was reinzulegen. Wir haben hier eine Stop-Größe, die liegt bei 22 Dollar. Das heißt, wenn wir so 15 Aktien hier nehmen, haben wir ein Risiko ungefähr von 330, 340 Dollar. Das ist so der Bereich, den wir hier gerne haben wollen. Das heißt, wir kaufen hier per Stop 15 Aktien. Und das wäre hier das zweite Setup für heute. Das legen wir jetzt hier auch mit rein. TTS Long gefällt mir extrem gut. Stop kommt hier unter die 414 und Zielbereich liegt dann oben bei 495. Schauen wir noch mal kurz den Rest durch. South State gefällt mir nicht. Viel zu groß die Korrektur, die hier gelaufen ist. In einem sehr starken Sektor will ich das nicht sehen. Gefällt mir nicht. United Banks, was haben wir hier? Auch eine sehr große Korrektur. Ist noch nicht wieder im Bereich der alten Hochs. Ist mir auch zu unsicher, zu wackelig. Da laufen wir hier seitwärts. Seit Mai 2018 hat sich hier im Prinzip nicht viel bewegt. Was haben wir noch? Unum Group, sehr stark im Moment. Hat das Problem, dass die letzte Bewegung extrem dynamisch ist. Wir müssten einen sehr großen Stop hier fahren für das Ziel, was wir hier noch erreichen können. Steht nicht im Verhältnis. Der Stop bis zum Tief wäre größer als das, was wir hier bis zum Ziel, nämlich das letzte Hoch, erreichen könnten. Passt also auch nicht. Was haben wir noch hier? First American hat noch ein Signal gegeben von gestern. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist jetzt dabei, hier auf ein neues Allzeithoch auszubrechen. Allerdings müssten wir schauen, wo wir einen Stop hinsetzen müssten, hier bei 67,50. Schauen wir mal, wo der Zielbereich liegt. Hier ist das Hoch, hier unten ist das letzte Korrekturtief, Zielbereich bei 78. Und jetzt schauen wir mal kurz. Wenn wir hier einsteigen würden an diesem Level und würden uns hier unten abstoppen an dem letzten Tief, dann ist das hier gerade mal nach 1,3 zu 1 ungefähr. Das ist mir nicht ausreichend. Da ist mir das CAV schlicht und ergreifend zu schlecht. Ich finde das Setup nett, gefällt mir gut optisch, aber das CAV ist mir zu schlecht. First Republic
Auch ganz nett, bricht hier gerade aus so einer längeren Seitwärtsrange aus, haben wir aber das gleiche Problem. Wir könnten hier das Ziel nur definieren über diese letzte Range. Das Tief liegt direkt hier am unteren Ende der Range und damit kommt auch das nicht in Frage. Hätten wir nur ein 1 zu 1. Hier sieht es ähnlich ungünstig aus. Ist auch hier übergeordnet abwärts gerichtet. Gefällt mir auch nicht so wirklich. Was haben wir hier noch? Victory. Auch nicht schön. Ja. Gleiche Problem. Wir kriegen keine Zielprojektion hier hin. Und hier haben wir wieder diese sehr dynamische Bewegung mit dem Zielbereich hier oben und hier schon der erste große Widerstandsbereich. Reicht das leider auch nicht. Und damit hat sich das im Prinzip erledigt. Also haben wir heute auch nur zwei neue Trades, die wir hier reinnehmen. Aber im Prinzip reicht uns das auch in der aktuellen Marktverfassung, wo alles noch ein bisschen wackelig ist, möchte ich sowieso nicht allzu viele Trades haben. Okay, was haben wir hier noch an Fragen? Welche Zeiteinheit eignet sich denn am besten für das Trading mit Ichimoku? Ja, relativ egal, würde ich sagen. Also, ich mache das jetzt einfach mal so, dann können wir kurz noch die Frage beantworten. Im Prinzip ist es relativ egal. Das hängt eben immer davon ab, wie eure Handelszeitebene ist. Wenn ihr also Intraday unterwegs seid, dann könnt ihr durchaus auf dem Stundenchart auch mit Ichimoku arbeiten. Allerdings muss man halt immer dazu wissen, das ist bei allen Trading-Stilen so. Es ist am Ende egal, ob ihr Chartformationen tradet, oder ob ihr Elliott-Wellen tradet oder was auch immer. Je größer die Zeitebene ist, in der ihr euch bewegt, umso erfolgversprechender sind die Setups. Also umso höher wird wahrscheinlich auch eure Trefferquote werden. Auch wenn ihr mit dem Bereich Unterstützungslevel, Widerstandslevel arbeitet. Wenn ihr ein Unterstützungslevel findet auf dem Wochenchart, dann hat es eine viel höhere Relevanz als ein Unterstützungslevel, was ihr auf dem 5-Minuten-Chart findet. Ja, das ergibt sich ja am Ende auch schon von selber. Innerhalb des Tages haben wir viel mehr Störfaktoren, als wir die im langfristigen Bild haben. Im langfristigen Bild, Tageschart, Wochenchart, vielleicht sogar mal ein Monatschart, da entscheiden die ganz großen Investoren, in welche Richtung der Trend läuft, in welche Richtung sich diese Aktie bewegt. Und je höher die Zeitebene ist, in der ihr einen Trend definiert, umso größer ist das Kapital, was dahinter steht, diesen Trend zu bewegen. Ja, und dementsprechend funktionieren Signale in höheren Zeitebenen besser als in ganz kleinen Zeitebenen. Also ihr müsst, wenn ihr kurzfristig arbeitet, Ichimoku im 15-Minuten-Chart oder im 5-Minuten-Chart, da müsst ihr natürlich mit ganz anderen Ausgangsbasen arbeiten. Da habt ihr eine viel höhere Trade-Frequenz. Da müsst ihr dann auch entsprechend ja, nicht so hohe Chance-Risiko-Verhältnisse traden, weil ihr eben mehr über die Menge der Trades arbeitet. Und dann reicht euch ja im Durchschnitt ein relativ kleiner Gewinn, den ihr bei vielen Trades macht. Das summiert sich dann am Ende auf. Wenn ihr so ein klassisches Swing Trading betreibt, wie ich das hier zeige, dann ist die Trade-Frequenz natürlich geringer. Eure Chance-Risiko-Verhältnisse sind aber größer. Und ihr macht im Verhältnis auf den einzelnen Trade natürlich einen viel größeren durchschnittlichen Gewinn. Und dadurch habt ihr weniger Trades, habt am Ende aber das Gleiche raus, mehr oder weniger. Ja, und die Signale sind eben etwas zuverlässiger. Das heißt, ihr bekommt eine höhere Trefferquote. Es ist schlicht und ergreifend einfacher. Ja, es ist viel einfacher, auf dem Tageschart zu agieren als auf dem Intraday-Chart. So, was haben wir noch? Ja, tolles Webinar. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Okay, würdest du denn auch Indizes oder Forex auf Tagesbasis traden und Rohstoffe? Ja, das mache ich natürlich auch. Ja, ich arbeite sehr viel bei Indizes und auch bei Rohstoffen sehr viel mit dem Tageschart und bei Rohstoffen gehe ich sogar auch noch gerne in den Wochenchart und nehme auch noch Signale aus dem Wochenchart. Ja, jetzt kommen da natürlich noch unterschiedliche Auswertungskriterien mit dazu. Ich sage mal, gerade im Bereich Rohstoffe. Die mich sonst noch so verfolgen, die wissen das vielleicht. Ich arbeite im Rohstoffbereich auch noch sehr viel mit Commitments of Traders Daten und mit Saisonalitäten. Und das ist natürlich auch immer noch mal was, was dann dazu berücksichtigt wird. Und da kriegt man dann noch eine höhere Signallage, wenn aus mehreren Trading-Ansätzen parallel die Einstiegsträger erfolgen. Ja, und es ist also immer ein bisschen davon abhängig. Man kann das so, wie wir das hier machen, als völlig unabhängigen einzelnen Handelsansatz sehen und sagen, ich nehme mir meine Single Stocks
also die Einzelaktien und schaue über die Entwicklung der Indizes oder wie wir es heute gemacht haben, über die Entwicklung der einzelnen Sektoren, treffe ich die Auswahl, möchte ich Long oder Short sein? Und wenn ich Long sein möchte, in welchen Bereichen möchte ich Long sein? Ja, und dann filtere ich mir einfach die Signale aus den Einzelaktien über dieses Ichimoku-Setup raus, bewerte das Ganze nochmal kurz am Chart. Das ist mir ja auch immer sehr wichtig, deswegen zeige ich das ja hier auch, wie ich das mache. Auf dem Chart zu schauen, wo sind die nächsten Zielbereiche? Wo sind die nächsten Widerstände? Wo sind die nächsten Unterstützungen? Wo müsste mein Stop liegen? Macht diese Wette Sinn, ja oder nein? Und jetzt haben wir heute aus den vielen Werten, die wir uns angeschaut haben, zwei Werte rausgefunden oder zwei Werte rausgefiltert, die vielleicht uns gerade eine gute Chance liefern. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, das macht ihr vielleicht zweimal in der Woche, dass ihr euch die Zeit nehmt, diese Werte zu filtern, habt jedes Mal zwei Trades oder drei Trades, dann macht ihr fünf, sechs Trades die Woche und das ist völlig ausreichend. Ja, mehr Trades braucht ihr nicht. Das wird dann nachher nur schwierig, irgendwann das Ganze noch zu managen und auch die Positionen zu betreuen. Susanne, ja, ich berücksichtige Saisonalitäten. Ich berücksichtige Saisonalitäten ganz häufig und sehr extrem bei Rohstoffen. Es gibt aber auch Saisonalitäten im Bereich der Einzelaktien, die immer mal wieder sehr interessant sein können. Von daher macht es durchaus Sinn, da hin und wieder mal drauf zu schauen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, bei Einzelaktien schaue ich viel mehr auf die Price Action, schaue viel mehr auf den übergeordneten Trend und auf Unterstützung und Widerstand, als dass ich da jetzt auf Saisonalitäten gucke. Ja, also der Hauptbereich Seasonals ist für mich tatsächlich bei den Rohstoffen. Okay, dann haben wir hier im Prinzip auch alle Fragen noch beantwortet, sind super durch, 5 Minuten nach. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich dabei wart, hat mich sehr gefreut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon einen neuen Termin angesetzt haben. Nelson, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Aber Ansonsten, selbstverständlich. okay. Hast du den Oh, Termin oder haben wir gar keinen? doch, 8.11. 8.11. Vielen Dank, hervorragend. Dann würde ich mich freuen, wenn alle, die heute dabei waren, auch am 8. wieder dabei sind. Dann schauen wir, was aus unseren beiden neuen Trades geworden sind, wie die noch offenen sich verhalten haben und natürlich auch, was wir dann wieder an neuen Setups finden. Ja, bis dahin von meiner Seite vielen, vielen Dank. Alles Gute, erfolgreiche Trades und bis nächsten Monat hoffentlich. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Also ich habe zu danken und das Feedback ist 100% positiv. Dem schließe ich mich an. Freue mich natürlich auch sehr auf den nächsten Termin am 8.11. Aber ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern, die heute live dabei waren, die aktiv hier im Chat auch mitgemacht haben. So macht das natürlich für alle auch mehr Spaß. Und danke auch nochmal an Martin, dass er sich jetzt extra auch nochmal ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Ich wünsche ebenfalls einen schönen Abend, jetzt auch eine erfolgreiche Trading-Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und sehr gern bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Bye Ciao. bye.